Jedes Jahr am 2. August können sich Gläubige den sogenannten Portiunkula-Ablass holen. Das Wort Portiuncula bedeutet kleines Stückchen und ist der volkstümliche Name der Kapelle Santa Maria degli Angeli unterhalb von Assisi in Italien. Nachdem er gelobt hatte, ein Leben in Armut zu führen, gilt diese kleine Kirche als das einzige Geschenk, das der heilige Franziskus jemals angenommen hat. Der heilige Franziskus hatte eine Vision in dieser Kirche. Die Mutter Gottes und Jesus sind ihm erschienen und haben ihm zugesagt, dass alle, die in diese Kirche kommen und dort beichten und beten und an der heiligen Messe teilnehmen, am 2. August einen vollkommenen Ablass gewinnen können. Später ist dieses Versprechen dann von dieser Kirche auf alle Franziskanerkirchen weltweit ausgeweitet worden. Also auch in unserer Kirche kann man diesen Portiuncula-Ablass gewinnen. Den Portiuncula-Ablass hat Papst Honorius III. Noch zu Lebzeiten von Franziskus eingeführt. Der Begriff des Ablasses hat eine lange Geschichte, wird heutzutage aber häufig missverstanden und oft negativ interpretiert. Der Ablass soll etwas bewirken, was wir selber nicht machen können. Ich bringe ein Beispiel: Wenn ein Kind Fußball spielt und zerschießt eine Fensterscheibe, ist die Fensterscheibe kaputt. Das Kind kommt zu seinen Eltern, sagt: Mir ist eine Dummheit passiert, ich habe die Scheibe kaputt geschossen. Die Eltern sagen hoffentlich: Es kann jedem einmal passieren, ist kein Problem. Das ist die Beichte. Schuld ist vergeben, die Eltern haben dem Kind gesagt, ist alles wieder in Ordnung. Aber die Scheibe bleibt ja kaputt, die muss ja wieder hergestellt werden. Und das tut im geistigen Sinne der Ablass, nämlich die Folgen unserer Sünden, die wir nicht selber gut machen können, wieder herrichten. Gott ist also derjenige, der als der himmlische Glaser den menschlichen Scherbenhaufen wieder zusammensetzt, der als Folge unserer Sünden oft übrig bleibt oder hinterbleibt. Und wir glauben, dass das nicht nur für uns Lebende möglich ist, sondern eben auch für die Verstorbenen. Und bei diesem Portiuncula-Ablass ist wirklich betont worden, man muss keine Wallfahrt machen, man muss keine Bußübungen machen, man muss nichts zahlen. Es reicht einfach das vertrauensvolle Gebet, die Beichte und der Empfang der Eucharistie, Besuch der Heiligen Messe und eben das Gebet. Weil wir erbitten im Gebet, im Vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat, diese Gnade, die wir gar nicht kaufen können und die wir uns auch nicht erarbeiten können, die wir uns nur schenken lassen können. Ab dem Jahr 1569 wurde auf Geheiß von Papst Pius V. über der Kapelle eine Basilika errichtet. Bis heute zählt die Portiuncula zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte.